Interview und Analyse zum fünften Rennen. Fünfter Tagesbewerb. Dominik Duda, bist mit euren Sami am Ablauf. Rennen sieht ähnlich passend aus wie jenes am 21. Jänner. Aus zur zweiten Startreihe. Vielleicht aber kein Nachteil, weil du einmal nicht unbedingt rauspreschen musst. Und ich glaube, der Sami geht eh von jeder Position aus. Ja, das stimmt. Also Startnummer eigentlich bin ich sehr zufrieden. Startnummer 9. Bin allein in der zweiten Startreihe. Kann ihn ruhig eintreten lassen. Kann man das von hinten anschauen. Und ja, wie er gewonnen hat auf 2600 Meter. Wenn er das bestätigt, dann denke ich, schaut es sehr gut aus. Angenommen, es wird jetzt langsam zwischendurch, greifst du dann trotzdem die Initiative. Todesspur kann der Sami auch. Ich weiß, du willst es ihm nicht zumuten, aber ich glaube, das Rennen bietet es an, wenn es zwischendurch dann doch verbummelt ist, dass man vielleicht in die Offensive geht. Ja, ich werde mal schauen, was für Position ich habe, wo ich bin, wie das Rennen sich gestaltet, wer in der Führung ist. Und habe ich jetzt eigentlich nicht vor, weil ich sage jetzt einmal, in der eher schwächeren Garnitur, wenn das Rennen langsam ist, kann er da die letzten 500, 600, 700 Meter, denke ich, auch noch drüber steigen. Aber ja, wie gesagt, wenn wir schauen, wie sich das Rennen ergibt. Und das werde ich dann spontan entscheiden, wie er sich anfühlt. Und ja. Aber von Haus aus, wenn du jetzt die Gegner so anschaust, schon sehr positiv, dass man das Rennen siegreich beenden kann. Ja, na sicher schaut es gut aus, aber man darf halt nicht vergessen, da ist auch ein Anglervertrag drinnen, der hat über 300.000 Euro verdient, hat letzten Start am Anstart auch in gutem Stil gewonnen, ein ähnliches Rennen. Iron Balkenzweig war, wie ich gewonnen habe auf 2600 Meter, hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen, wie er dann ist erst spät freikommen, glaube ich, was ich so im Kopf habe. Ist auch noch schön runtergelaufen. J.S. Tolstoy darf man auch nicht vergessen, ein sehr guter Beginner. Ich sehe gerade Startnummer 4 ist nicht Starter. Ja, also jedes Rennen muss erst einmal gewonnen werden, aber im Großen und Ganzen, wenn er die Leistung bestätigt, wie ich gewonnen habe, dann denke ich, schaut es ziemlich gut aus. Fünfte Tagesprüfung der Prix Lyon mit jetzt zwei Nichtstartern. Mit dich in dem Sinne freuen, du kommst mit dem Angle of Attack ein bisschen weiter rein. Fahrerverteilung diesmal umgedreht zum letzten Mal. Du steuerst Angle of Attack, die Conny Aaron Balkenswick. Beide mit sehr starken Leistungen, wie ich meine. Wie siehst du die Angelegenheit? Was denkst du, ist da heute möglich? Sind doch ein, zwei andere Pferde auch mit von der Partie? Oder glaubst du, das Ergebnis kann etwa dasselbe sein? Erstens zur Fahrerverteilung. Die Conny wollte eigentlich nicht mehr, weil letztes Mal hat sie ihn sehr schwer halten können, speziell jetzt vor dem letzten Bogen, da war er dann schon recht scharf. Sie meinte, sie wäre mit dem Iron besser aufgehoben, sollte so sein. Und die Pferde sind beide gut in Form. Natürlich mit der Nummer 4 jetzt, mit Angle of Attack, ist die Frage nicht mehr so schwierig, dass er nach vorne kommt. Und Gleiches gilt natürlich auch für Iron. Er fängt auch riesig an. Und ja, ich weiß nicht, wie weit. Du hast es ja richtig gesagt. Die Gegner sind etwas besser geworden, etwas härter geworden. Das Rennen an sich. Alle natürlich betagte Herren, einschließlich ein paar Fahrer. Und ja, wir werden das Beste geben, versuchen das Rennen zu gewinnen, natürlich, aber ein Samir wird doch ein harter Gegner werden. Fünfte Rennen mit der 5 J.S. Tolstoy, innerhalb von dir jetzt zwei Nicht-Starter, das heißt, du fährst mit der 3 quasi los, für einen Tolstoy als schnellen Beginner, nicht schlecht, war in letzter Zeit allerdings nicht immer ganz so am Start auf dem Posten. Ja, war nicht immer ganz konzentriert, warum auch immer, so ist er halt. Ist er nicht so weggelaufen, ist er gut begonnen, aber nicht so, wie er es wirklich kann. Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo auf die Innenkante komme, vielleicht ein Schlauf-Attack, wenn ich die Führung habe, den vorbeilassen, das werde ich dann entscheiden. Aber wie gesagt, der hat auch jetzt eine Zeit lang nicht gestartet und ist nach dem letzten Start nicht ganz fit gewesen mehr. Bis jetzt haben wir gesagt, dass es wieder alles in Ordnung ist und er recht frisch ist und gut arbeitet. Aber schauen wir mal, das Rennen ist nicht leicht. Schauen wir mal, ist nicht leicht, aber jetzt für die Super 76 sind jetzt davor Rennen, wo man vielleicht nicht so unbedingt viele Pferde hat.
einen Chase Tolstoy auslassen, wäre wahrscheinlich fatal, wenn er gut ist. Ja, wenn er wirklich gut ist, ja, wäre es fatal, aber Samir und Enschlaff, die beiden repräsentieren da eine ganz andere Klasse, muss man schon sagen. Und gegen die wird es ganz schwer.